Hi und willkommen zu einer weiteren Reaktion. Heute reagieren wir auf ein Video von Tanzverbot und zwar ein Fastfood ASMR. Ich bin nicht der größte Fan von ASMRs. Auf meinem Comedy-Kanal habe ich damals auch schon ein Video gemacht über ASMRs. Ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Aber ich dachte mir, von Tanzverbot ein Fastfood ASMR, es geht 10 Minuten ungefähr. Das können wir uns schon geben. Ich versuche nicht so viel zu reden, damit die Stimmung wirklich sich entfaltet. Und wisst ihr was? Ihr habt auf das Video jetzt geklickt. Ich erwarte von euch, dass ihr euch das jetzt alle gemeinsam mit mir anguckt. Wenn ich leiden muss, dann leidet ihr mit mir. Nicht leiden, weil Tanzverbot kacke ist, sondern weil ASMRs kritisch sind. Jetzt 10 lange Minuten. Okay, und go. Achso, falls ihr übrigens neu seid, könnt ihr auch mal ein Abo da lassen. Dankeschön. Go. Also Tanzverbot fühlt's auf jeden Fall. Kann man respektieren. Ändert aber nichts daran, dass ich ASMR so Pizzabrötchen. Ändert aber nichts daran, dass ich ASMR sehr weird finde. Okay, was haben wir da? Ein Burger. Okay. Können wir mal kurz in die Kommentare gucken? Klingt rast du bei Essgeräuschen aus? Okay, ich habe nämlich so einen Top-Kommentar erwartet. Oder ich gebe euch mal kurz einen Top-Kommentar. Für Sekunde 058. Und dann müsst ihr sowas in die Kommentare schreiben wie: Ich wünschte, ich wäre die Verpackung. Weil Tanzverbot ist sehr liebevoll, was die Verpackung da angeht. Ja. Wir haben wieder Werbung für Adblocker. Okay, ich will nicht so viel reden. Ich mache die Stimmung sonst kaputt. Der Money Shot. Sieht ein bisschen aus wie der Burger von der Krossen Krabbe. Kannst du bitte auch von dem Burger zu streicheln? Danke. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, der Burger. Auf jeden Fall. Bin Tanzverbot auch. Sehr gut. Da bin ich übrigens gespannt. Weil meiner Meinung nach kannst du nicht einen Burger essen und dabei würdevoll aussehen. Aber ich bin gespannt, wie würdevoll Tanzverbot hier aus dem Video kommt. Und wollte Tanzverbot nicht eigentlich gesund leben? Das war mein letzter Stand. Da war er auf Madeira auf der Insel. War das nicht die Phase, wo der abnehmen wollte, gesund? Echt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist aber generell schwer mit Abnehmen, Zunehmen. Ich kenn's ja auch. Ich habe nichts zu essen, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Ich find's sehr lustig, wie Tanzverbot diese ganzen Moves zelebriert. Er fühlt halt die ASMRs. Für mich persönlich sind ASMRs nichts, aber ey, gibt dir Leute, die sowas feiern. Vorteilhaft, dass er da eine Papierrolle am Schreibtisch hat. Hat er bestimmt fürs Video geholt wegen dem Essen. Glaubt ihr, Tanzverbot hört Musik währenddessen? Weil das kennt ihr ja auch bestimmt. Man sitzt am Schreibtisch und man hat Kopfhörer auf, aber man hört nichts. Okay, sorry. Aber kann Tanzverbot bitte mir nicht so in die Augen gucken, während er die Verpackung streichelt? Das finde ich unangenehm. Okay, jetzt. Sorry.
Ich muss aber sagen, ich bekomme tatsächlich ein bisschen Hunger gerade. Also, ich finde es halt auch sehr weird. Werbung, okay. Ist das jetzt eigentlich, unter das welcher Kategorie ist das? Beim Online-Shopping, kennst du das? Du suchst dir online wieder irgendwas raus, möchtest dir was bestellen. Was bist du denn? Ja, und dann gehst du hier in dein Nee, kenne ich nicht. Wieder ein bisschen zu lange Augenkontakt, während er die Verpackung über sein Mauspad gerieben hat. Aber immerhin sucht er nicht den Augenkontakt, während er wo reinbeißt. Das finde ich noch ein bisschen unangenehmer. Ey, aber scheint gut zu sein. Ey, kann man respektieren. Das Video entspannt mich jetzt zwar nicht, aber es hat diese unangenehme ASMR-Energie, also die für mich unangenehm ist, andere feiern es. Und ich bekomme ein bisschen Hunger, also das Video erfüllt seinen Job. Aber jetzt zum Getränk, komm. Das ist ja noch hinten im Hintergrund. Das wird jetzt seine große Stunde kriegen, oder? Erstmal nochmal die Papierrolle, die da nur steht fürs Video. Nicht aus anderen Gründen. Oh, ist eingerissen. Oh, ist eingerissen. Schmerz. Ich muss sagen, das Papierreiben, da klingt sehr unangenehm. Da bin ich kein Fan von. So, dann kommen wir jetzt nur noch das Getränk. Das ist das Highlight. Ja, Money Shot. Es kommt angeflogen. Kenne ich tatsächlich nicht, das Getränk. Nie getrunken. Ich habe mal eine Parodie auf ASMR gemacht. Damals beim Comedy-Video. Da habe ich auch auf eine Flasche rumgetrommelt. Oh. Oder wollte Tanzverbot nicht im Auto leben? Das habe ich auch mitgekriegt. Gab es das Kapitel nicht? Bei Tanzverbot gibt es auch diese Staffeln, habe ich das Gefühl, wo du alle Staffeln sehen musst, um die ganze Lore zu verstehen. Die große Tanzverbot-Lore. Da fehlt mir noch ein, da fehlen mir ein paar Staffeln. So, ich habe ein paar Folgen gesehen. Aber mein Stand war, der wollte fit werden. Der war bei Unge auf der Insel. Und er wollte im Auto leben. Das gab es, glaube ich, beides, diese Kapitel in seinem Leben. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sehr gut. Man muss sagen, für ein ASMR wahrscheinlich ein gutes ASMR, weil ich konnte es am Stück durchgucken. Das war auf einer Unangenehmheitsskala. Also eine 4 von 10 vielleicht? Geht schlimmer. Also die da ins Mikrofon reiben und dann da irgendwie schmatzen, das finde ich viel unangenehmer. Das kam so authentisch rüber. Ich glaube, Kilian isst sein Essen immer so. Ja. Ja. Ja, klar. Klar. Ey, wer nicht? Du nicht? Wieso isst du nicht so? Okay, aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Kleiner Fail übrigens mit der Reaktion gestern. Und zwar wurden da die Kommentare deaktiviert. Weil da Kinder im Video drin vorkamen, habe ich nicht bedacht, war ein Anfängerfehler. Aber gut, Leute, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.